Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video-Tutorial von mir. Heute zeige ich euch mal ein paar nützliche, Tastenkombinationen oder Hotkeys, wie man sie auch nennt. Also, der erste ist die Windows-Taste gedrückt halten. Die Windows-Taste ist eben das mit die Taste mit dem Windows-Logo, die hält man gedrückt und drückt dann E. So, dann kommt man zum Computer. So, dann gibt es auch noch die Taste, wenn man die Windows-Taste und Tab ist, die Tab-Taste ist die mit den Pfeilen nach links und nach rechts. Wenn man die Windows-Taste gedrückt hält und dann Tab drückt, natürlich muss die Windows-Taste noch immer gedrückt, muss man sie noch drücken, dann sieht man eben, dass man so eine 3D-Ansicht hat. Man kann jetzt auch nur die Windows-Taste drücken und mit den Pfeilen eben hin und her wechseln. Ja. Oder man drückt Steuerung, die Windows-Taste und dann Tab. Und dann kann man es loslassen, weil das dann so gesagt automatisch eingerastet ist. Und dann kann man mit den Pfeiltasten wechseln. Und dann sucht man das Fenster auf, was man haben will, und drückt Enter. So. Das ist bei Windows. Dann gibt es noch eine Tastenkombination bei Windows 7. Zum Beispiel, man hat ein Fenster. So. Und dann hält man eben, ich glaube, das funktioniert nicht bei mir, weil ich Vista habe. Dann drückt man eben die Windows-Taste, hält man gedrückt, und mit den Pfeiltasten kann man eben die Hälfte des Bildschirms auswählen. Also ich glaube, das funktioniert so: wenn man jetzt den linken Pfeil drückt, dann ist das eben auf der linken Hälfte des Bildschirms, und wenn man rechts drückt, auf der rechten Hälfte des Bildschirms. Ja, das funktioniert jetzt bei mir nicht mit Windows-Taste und G. Wählt man hier das eben in der Seite aus, sieht man, dass da was drum ist. So kann man es eben auswählen bei manchen. Ja, so, das Gute ist auch noch, ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in, was ist genau, bei der Systemsteuerung, und man will in Programme und Funktionen suchen, um Sachen zu deinstallieren, drückt man einfach das, wenn man weiß, dass damit P anfängt, drückt man das P, und dann wechselt das immer zu den Bildchen oder Bildern, die mit P anfangen. Und da haben wir es, dann drücken wir Enter und fertig sind, und da sind wir schon. So, ja, gibt es noch weitere? Ich muss mal kurz nachdenken. Ach ja, genau, bei Windows 7, wenn man die Windows-Taste drückt und die Plus-Taste drückt, aktiviert man die Bildschirmlupe, und man kann dann eben Sachen vergrößern. So. Ach ja, dann noch eine ganz gute Tastenkombination, die ich sehr oft benutze, ist einfach, um Sachen zu kopieren. Ist einmal Steuerung A, ist alles markieren. Und Steuerung C ist kopieren, dann kann man es wegmachen, und Steuerung V ist einfügen. Steuerung C ist copy und Steuerung V ist paste, also kopieren und einfügen. Ja, und wenn man jetzt einen Text hat und dann noch Steuerung S, dann wird es automatisch gespeichert. Und wenn man wieder reinguckt, steht das hier noch. Ja, die Tastenkombinationen sind für mich immer sehr hilfreich. Also, ja. Das waren ein paar gute Tastenkombinationen von mir, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.